Hi Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Neuzugängen-Video für den Monat September 2015. Das ist jetzt der zweite Teil. Es sind jetzt nochmal 11 Bücher, wo neu dazugekommen sind. Und dann fangen wir auch gleich schon an. Das erste wäre Maybe You, entscheide sich, wer kann, von Tina Brömme. Kostet neu 12,99 Euro und ist im Lux Egmont Verlag erschienen. Weiter geht es auch schon mit Captured und Shipwrecked von Siobhan Kerham. Erschien im Planet Girl Verlag. Habe ich jetzt günstig erworben und die kosten auch neu 12,99 Euro jeweils. So, dann hätten wir hier noch Collide von Gay McHuff. Unwiderstehlich. Erschien im Piper Verlag und kostet 9,99 Euro. Ich bin ja gerade eh so ein Young Adult, New Adult Fan und jetzt dachte ich, probiere ich das auch mal aus. So, von ihr hätten wir noch ebenfalls Ember to Ashes ungebändigt, auch im Piper Verlag erschienen und kostet auch 9,99 Euro. Das ist jetzt auch, glaube ich, erst im September erschienen. So, von Ellie Kinsley hätten wir einmal Sweet Like Candy und Divided Like Destiny. Ich weiß nicht mehr, haben die Klapptext ist so gut gefallen und deswegen dachte ich, ich probiere das jetzt mal aus. Die sind, glaube ich, von Amazon. Ich lese euch jetzt mal einen davon vor. Eine neue Stadt, neue Wohnung, neue Freunde. Reicht das aus, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen für einen neuen Anfang? Candy ist fest entschlossen, genau das in Boston zu schaffen. Dass Jay ihre Welt auf den Kopf stellt, ist weder geplant noch gewollt. Wird er es schaffen, ihr Herz für sich zu gewinnen? Oder wird ihre Vergangenheit sie einholen und ihre Suche nach dem größten Glück und einem neuen Anfang zerstören? Kann die wahre Liebe eine verwundete Seele heilen? Also ich fand das echt toll. Und dann hätten wir das zweite. Julian reicht es, ständig zu sehen, wie sein bester Freund Justin und dessen Freundin Candy sich anhimmeln. Übersteigt die Grenzen des Erträglichen bei weitem. Zeit für einen neuen besten Freund. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als Candys Freundin Destiny? Schließlich ist sie von der ganzen rosaroten Welt rund um das Liebespaar genauso genervt wie er. Julian ist der perfekte Freund, findet Destiny. Nur leider auch sehr viel mehr. Genau dieses Mehr darf sie aber nicht zulassen. Ihr Leben außerhalb der Uni muss sie auch vor ihm geheim halten. Also sozusagen der zweite Band ist das jetzt. Und ja, mal schauen, wann ich es lesen kann. So, dann hätten wir hier noch welche. Einmal von Anne Acquire. I Want It That Way. Erschien im Mira Taschenbuch Verlag. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es erschienen ist, aber ich glaube, es kostet auch 9,99 Euro. Ja, es sieht aus wie 9,99 Euro. Den Mira Taschenbuch Verlag habe ich für mich jetzt ganz neu entdeckt. Also die Bücher, oder ja, wo ich jetzt bisher habe, haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Und deswegen darf das auch bei mir einziehen. Dann von Jamie McGuire eine neue Reihe zu der Beautiful Disaster Reihe. Hätten wir Happenstance, zartes Erwachen. Ebenfalls erschienen im Piper Verlag und kostet 9,99 Euro. Ist auch erst jetzt im September erschienen. Von Cora Carmack hätten wir einmal Losing It, alles nicht so einfach. Und Faking It, alles nur ein Spiel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Reihe ist oder ob das jetzt einfach nur lauter Einzelteile sind. Also es sind auf jeden Fall drei Bücher und wie es aussieht, gehören die irgendwie nicht zusammen. Das dritte Buch
Hole ich mir dann wahrscheinlich noch, wenn mir die zwei jetzt auch gut gefallen hat. Und dann sind wir auch schon fertig. Das waren meine 11 Bücher für den September 2015. So, hier sind sie nochmal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!